Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wir hängen hier immer noch vor den vor der Karnickelbande. Die Kumpel. Ups, Entschuldigung für diesen Blackscreen, da sind wir wieder. Die Kumpel des Pyramid Head. Es gab ein kleines bisschen Theory Crafting. Oh, jetzt hat mich fast der Stachelarm erwischt. Der mit dem langen Stachel. Es gab ein bisschen Theory Crafting in dieser kurzen Pause. Und es ist, die Überlegung steht im Raum, dass ich ihn erstmal versuche, so weit zu blocken, dass das Schwert kaputt geht. Das werde ich jetzt mal probieren. Hübschi, hallo. Ah, Mist, zu spät. Mist. Ich glaube, wenn er den Move macht, dann habe ich eine Chance, sein Schwert zu kaputt zu machen. Ja, da ist es. So, und jetzt gehen wir rein. Ach, shit. So, jetzt hat Lee. Ein bisschen zu viel Heilung gebraucht. Oh, dieser Move von ihr. Das ist nicht gut gerade. Oh. Nee, das war nix. Aber ich habe sein Schwert sehr gut kaputt gekriegt und danach erst zu viele Heiltränke verbraucht. Oder auch während dem Schwert kaputt machen, aber das kriege ich hin. Wir killen erst das Schwert von ihm. Das ist mega die gute Idee. So. Wie ich es nicht schaffe, diesen einen Move von ihm
Ah, ärgerlich. Okay. Schwert kaputt machen. Let's go. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Ah, da kommt noch mal einer und noch mal einer und noch mal einer danach und noch einer nach. Schon wieder viel zu viel Heilung verbraucht dafür. Jetzt hat Le. Ach, come on. Alter. Auch diese unfassbare Reichweite immer. Ach, und jetzt war dein Ding nicht mehr aktiv, ne? Ey. Mann. Wie Schweinerei, ey. Mann, falscher Moment. Ja, das. Ich verliere noch viel zu viel Leben am Anfang. Ich verliere noch viel zu viel Leben am Anfang. Ich muss bei bestimmten Attacken, die ich einfach nicht perfekt geblockt kriege, sollte ich ausweichen. Das wäre besser. Mann, 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 Mann. Demonstrations. Who wants to watch this?
Ach Mann, ich krieg viel zu oft, krieg ich eine mit von ihm, weil mir die Angriffe so schnell sind, dass ich es... Mist. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Ich habe das Geräusch. Das Geräusch des perfekten Blocks kam an. Aber irgendwie. Naja. Okay. Ich habe aber eh schon wieder viel zu viel Schaden gekriegt. Aber es ist nur dieser eine Angriff, der so langsam ist, der mich so hart verwirrt. Der hat so ein ganz, ganz seltsames Timing. Mann, 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 Mann. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Ja, ist ja gut. Schon wieder so viel verbraucht. Jetzt hat. So. Mist. Ah, war ein bisschen zu viel geheilt. Komm schon. Komm schon. Lucky hinter ihn gekommen. So
Mist. Scheiße. Nein, 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 nein. Okay. Na, fuck. Uff, uff, uff. Nein. Oh. So knapp. Boah. Leute, 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 ey. Der letzte Schwertboy, der ist auch flink unterwegs, ey. Die sind alle ziemlich flink, aber der letzte ist schon auch eine Nummer. Ah, ich habe vergessen anzuzünden. Ich kann ja anzünden. Das sollte ich machen. Ich sollte ihn anzünden. Dann geht's vielleicht, den letzten. Am letzten ein bisschen zünseln. Shit. Alter. Ah, warum nehme ich die Deckung da runter?
Okay. 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 Du Ratte. Na, du Hase eher, hä? Es ist ja ein Häschen. Aber wir zündeln ein bisschen. Aber na, das war falsch. Egal, geht trotzdem. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, ist das intensiv, ey. Okay. Scheiße, oh Gott. Ja. Oh. Yes. Nice. Oh. Easy. Puh. Meine Hand tut mir weh. Nichts daran war easy. Nice. Puh. Ah. Habe ich andere Schleifsteine? Nee. Okay. Naja, passt. Wir gucken direkt weiter. Oder? Nee, eigentlich sollte ich das Ergo ausgeben. Eigentlich sollte ich es ausgeben. Let's go.
Einfach kurz leveln. Gut, passt. Ist okay. Das ist okay. Warum auch immer ich hier weniger FPS in der Aufnahme habe, wenn ich in diesem Haus bin. Rathaus des Malum-Distrikts. Da gibt es ein Bild zu finden. Okay. So. Also, wir haben sie anscheinend noch nicht ganz besiegt. Hauptbuch der Bruderschaft des schwarzen Kaninchens. Verkauf von 10 Ergo, was auch immer. Okay. Da oben gibt's was. Hier ist... Hey, check this out. Looks like you, sorta. From a certain angle. You know, if you squint. Wenn du schießt. I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I can see it, right? With the nose and the... Right? Aha. Porträt eines Jungen. Aha. Okay. Der arme Geppetto. Quarz. Nice. Okay, ich glaube, hier geht's weiter. Dann schauen wir nochmal kurz hier oben rein. Da liegt noch eine Kleinigkeit. Der Trend des Monats, Stalker-Masken. Ja, das Quarz. Wisst ihr was? Komm. Wir gehen noch mal kurz quarzen. Lul. Und ich habe eh was zu reden wohl anscheinend mit Geppetto und dem anderen Boy. Und irgendeiner hatte ja noch Quarz zu verkaufen. Ich glaube er. Ich fress einfach mal noch ein bisschen Ergo. Und hoffentlich reicht das. Ja, zumindest für eins. Ja, komm, dann können wir auch noch mal ein bisschen mehr Ergo fressen. Jetzt habe ich nicht genau aufgepasst, was es kostet, aber... Ich glaube, 2500 waren es, ne? Oh, so knapp. Wieso ist das rot? Weil ich nicht genug Ergo habe. Ja. So knapp. 2,8. Dann brauchen wir nur ein kleines Ergo. So. Ja, Geppetto. Warum sehe ich denn aus wie dein Sohn? Du hattest mal einen Sohn und mich das stattdessen gebaut. Eieieiei. Armer Geppetto. You're back. The Malum District was as grim as we feared, was it not? But with the Black Rabbit Brotherhood out of the picture, we can focus elsewhere. And why not strike at the root of the problem? The King of Puppets' lair is on Rosa Isabel Street. Perhaps the puppet frenzy will come to an end if we can take down their king. Go to Antonia and get the key to Rosa Isabel Street. I already let her know you'll be coming by. Okay, alles klar. Remember these favors you've done for me.
though it pains me to send someone so precious into such peril. Läuft. Okay, alles klar. Also, hier haben wir, müssen wir noch, genau, das war jetzt nach Pulszellen gebraucht, Deckungsrückgewinnung beibehalten. Ja, auf jeden Fall, das will ich haben. Jetzt haben wir wieder einen Haufen Auswahl. Werte die Widerstandsfähigkeit gegen Attributsstatus leiden auf. Attributswiderstand verbessern. Schaden von Ladungsangriffen, Fabelkünste verringern. Verringert den erlittenen Schaden während Ladungsangriffen und bei Benutzung von Fabelkünsten. Okay, weiß ich nicht. Blockregeneration, Reduzierung wird verringert. Verringert Blockregeneration, Reduzierung. Okay. Das ist schon wieder so ein Ding, ne? Blockregeneration, Reduzierung. Wiederherstellungseffekt von Pulszellen, ja. Ich bin doch in Bosskämpfen öfter mal ohne Pulszelle am Ende. Blockregeneration beibehalten. Behält eine bestimmte Menge an Blockregeneration bei, wenn Schaden erhalten wird. Oh ja, das finde ich gut. Erhöht die Anzahl an ausrüstbaren Slots an Amuletts. Die sind eh schon so schwer, brauche ich nicht. Erhöht die maximale Anzahl der Pulszellen. Nee, dann nehme ich lieber das. Was gibt es denn hier sonst noch so? Fabelkatalysator-Effekt aufwerfen. Wertet den Okay. Verringert den Ergo-Verlust von Treffern, wenn es noch wieder herstellbares Todesergo gibt. Ah, okay. Ist jetzt nicht so wichtig. Erhöht die Effektdauer von speziellen Schleifsteinen. Finde ich gut. Das ist mir jetzt schon öfter passiert, dass der zu Ende war. Und ich gedacht habe, ja, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Erhöht die Effektdauer von Verbrauchsgütern mit verlängerten Effekten. Nee, das. Was haben wir hier noch? Verringert bei geringen Lebenspunkten den Legionsverbrauch von Legionswaffen. Nee. Reduziert die von Sprinten verbrauchte Ausdauer. Weiß ich nicht. Verringert die Waffenhaltbarkeitsreduzierung von Ausweich- und Sprintangriffen. Waffenhaltbarkeitsreduzierung von Ausweich- und Sprint, mache ich nicht, glaube ich. Verringert den Ausweichverbrauch aller Aktionen, wenn Pulszellen entladen sind. Kam ich jetzt auch noch nie an die Grenze. Da sind wir schon wieder mit der Waffenhaltbarkeitswiederherstellungsgeschwindigkeit. Es ist einfach, es ist so gut. Ich feiere es. Es gibt nichts Deutscheres in diesem Spiel als dieses Wort. Es ist einfach köstlich. Ach, ohne Bindestrich und zusammengeschrieben wäre noch viel besser. Ach. Wertet die Widerstandsfähigkeit gegen Attributstatus leiden auf. Widerstandsfähigkeit, ja, das finde ich eigentlich nicht schlecht. Da war ich schon ein ums andere Mal von betroffen. Ah, Waffenangriff aufwerten, wenn Haltbarkeit maximal ist. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich hab, nee, da achte ich zu wenig drauf. Macht keinen Sinn für mich. Wertet den Waffenangriff auf, wenn Pulszellen entladen sind. Wertet den überwältigen Angriff von Ausweich und Sprint, nee. Attributswiderstand. Ja. Nehmen wir den. Früchtetragezeit. Verkürzt Früchtetragezeit des Goldmünzenbaums. Den habe ich noch nicht mal gefunden. Erhöht die maximale Anzahl an Würfelverwendungen. Ja, habe ich bisher nicht so benutzt, aber ein Gürtelslot, auch nicht schlecht. Wertet den Wiederherstellungseffekt von Pulszellen. Ja, das wird es wahrscheinlich sein dann. Okay, holen wir uns mal den Schlüssel. Ich vermute mal, dass die Lady den mir gibt, oder?
Antonia, ja. Rosa Isabel Street is ever so dangerous, I'm told. I hoped we wouldn't have to unlock the passage there. But if we want to stop this disaster once and for all, I fear we've no choice. I fear we've no choice. I care about you very much, you know. Stay safe. For both of us. Yeah. I feel like my time is slowly coming to an end. Ay, 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 arme Antonia. It's a nice feeling to know that someone waits for you. That someone cares. Yep. Please take care out there. Ja, mach ich. Dankeschön. Dankeschön, gute Antonia. Vielen Dank. Viel Spaß vor deinem Gemälde. Bevor wir allerdings da hinschauen, will ich trotzdem nochmal hierher. Ich habe nochmal was mit Geppetto zu reden und nochmal was mit der Puppe. Ach komm, ja, dann Storytime! Geppetto, ich habe nicht oft genug mit dir geredet. Ich habe ein Gemälde gefunden. Genau, darüber haben wir uns noch nicht unterhalten. Sprich. Portrait. Genau. I remember it fondly. I thought it was lost forever. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood had stolen it. To think that you have brought it back to me. Forgive a foolish old man his memories. Memories of a happier time, my son. I know just where to hang it in the hotel. Okay. Cool. Hier bei dir also, wo du es gut sehen kannst. Hast du mir noch was zu sagen? The city of Krat. It's... Okay, nee, kennen wir schon. So, und du hast mir noch was zu sagen. Sammlerstücke schätzen. Lächelnde Hasemarke. Immer stehe ich. Okay. This is the mark of the Black Rabbit Brotherhood, a notorious band of stalkers. The stalkers as a unified force ceased to be after their defeat at the Battle of the Workshop Tower. The Black Rabbit Brotherhood took over the Marlem District after that. Ja. I believe you could use this mark to move safely whilst on the Black Rabbit Brotherhood's turf, to use their unsophisticated vernacular. Ah. Give you entree to the black market as well. Okay. But be careful, sir. The Black Rabbit Brotherhood is quite infamous for how they treat interlopers. If they catch you, they'll put you in the liar's coffin. Okay. Yes, I believe it is as unpleasant as it sounds. Ah, and I see we have new physical records to catalog for the collection. Such effort deserves commensurate reward, yep. Don't you think? Gib. Sichelmondstein. Okay, cool. Gut, dann schauen wir mal in den Schwarzmarkt. Let's go. Einmal Schwarzmarkt, bitte. Und ich habe den Dreifaltigkeitsschlüssel bekommen, aber den Raum nicht gefunden. Hm. Na gut. So ist es. So ist es halt. Ich kann mir schon vorstellen, wo ungefähr er sich befindet. Ich werde aber jetzt dann nicht backtracken. Sehe ich leider nicht. Nee, hier hinten rein. Genau. Auch einfach aus Entertainment-Gründen, wenn ihr versteht. Ja, es geht nach oben. Ah, ich dachte, vielleicht geht's wieder nach unten. Aber cool, nach oben finde ich erstmal nicht schlecht. Ich war schon genug in Gewölben unterwegs, jetzt dürfen wir auch mal nach oben. Und das Dach. Hi. Bist du der Schwarzmarkt? You have no idea how happy I am to see you, Mr. Stalker. Er? Was machst du denn hier? Hello. It's a relief to see you.
I'll get straight to the point. I found the gold coin tree. Who knew it was right beside us? Okay. But there's a problem. When I tried to pick the gold coin fruit, it resisted me. I couldn't even get close. It actually burned me. It's probably because I have the petrification disease. Pathetic, yeah? So close, yet so far. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Okay. Wunschstein des Würfels. Nee, das passt schon. Der Würfel, Goldmünzenfrucht. Wie man schnell an die Früchte kommt. I might look urbane now, but I used to be a farmer. I'm also interested in growing trees. I heard about a vendor who sells plant alchemy boosters. They might work on this tree too. If you come across such boosters, bring them to the tree. Okay. I heard the alchemists made a device capable of fully utilizing gold coin fruit. Gold coin fruit. I ignored it, assuming it was just a legend. You hear all sorts of wild tales about alchemists. Now that I know gold coin fruit actually exists, though, perhaps it's all true. Interact with the Saintess statue at the Grand Exhibition. You might be able to use the other powers of the gold coin fruit. Die Heiligenstatue bei der großen Ausstellung. The people of ancient Krat knew how to bottle a wish upon a star. They claimed special powers after distilling. Gut, das haben wir schon. And grant, maybe you'll find a star to wish on, Stalker. And if you do, I hope this cube helps. Okay, bei der großen Ausstellung. Und warum zum Geier stehst du hier oben rum? Ach. Hier ist der Baum. Deswegen stehst du hier oben rum. Schau mal an. Na? Gut, das ist nicht nur eine Frucht. Das sind ein paar. Kann ich die bitte alle haben? Acht Stück. I never expected to see the gold coin tree in a place like this. Du kannst zu bestimmten Zeiten Früchte vom Goldmünzenbaum ernten. Die Frucht kann an verschiedenen Orten verwendet werden. Verwende Booster, um das Wachstum zu beschleunigen. Okay. Ja, berühre die Statue an der großen Ausstellung. Ist das... diese Statue? Wo geht's denn hier jetzt hin? Hallo? Nee. Nee, ist nicht euer Ernst. Ach, das ist ja geil. Aha. Schau einer an. Guck mal, Kollege. Stalker, please. Kaufen. So. Ah, okay. Wait, what? Okay. Wiederherstellungswunschstein. Ich verstehe jetzt nicht so ganz. Habe ich den verbraucht? Nee, den habe ich... Ich verstehe nicht ganz. Weil ich habe den doch in dem Würfel drin. Aber ich kann ihn nicht mehr verwenden. Stalker. Was hast du denn sonst so? Geduld. Erhöht die maximale Ausdauer. Stellt vorübergehend Gespenst-Lebenspunkte wieder her. Ein mystischer Kristall hat den Würfel besonderer Effekt. Ein mystischer Kristall, der in den Wunsch eines Sterns eingebettet ist. Wenn er benutzt wird, kann er... Gespenst? Ach so, das ist... ja, verstehe. Wenn man einen Kumpel dazu holt oder so.
Wenn das Spiel von EA wäre, könntest du 10 Früchte für 4,99 kaufen. Sicherlich, ja. Erhöht für einen bestimmten Zeitraum bei Angriffen, die aufgelistet. Keine Ahnung. Ich brauche das nicht. Ich weiß nicht mal, für was ich Sternfragmente brauche. Legion wieder her. Gespenst explodiert, wenn Gespenst getroffen wird. Erhöht Widerstand gegen alle Statusleiden. Okay, da sehe ich mich schon eher. Zerstörungskraft des Gespenstes. Gespenst. Gespenst einmal tot und sein Leben wiederhergestellt. Gespenst. Reduziert erlittenen Schaden. Das Gespenst zieht für einen bestimmten Zeitraum die Aufmerksamkeit des Feindes aus. Okay. Ja, nee, das Einzige, wo ich mich hier sehe, und den hole ich mir auch. Nee, das ist auch vom Gespenst. Das ist alles vom Gespenst. Hä? Was ist denn das? Dann ist das einzige Wertvolle, was ich bei ihm kaufen kann, ist entweder der Wiederherstellungswunschstein oder Sternfragment. Ja gut. Und Sternfragmente habe ich eh einen Haufen. So, kann ich den... Ist der jetzt wieder nutzbar? Ja, sieht so aus. Obala, nee, das wollen wir natürlich nicht. Für den Fall der Fälle packe ich den da rein. Nee, was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich Quatsch gemacht. Moment, wait, what? Oberer Gürtel. Also, oberer Gürtel. Genau, jetzt. Okay. Das... Und was ist das nochmal? Ins Hotel oder zum letzten verwendeten Stargazer teleportieren. Boah. Aber eigentlich kann da auch Gemini hin. Und der untere Gürtel ist ja standardmäßig eigentlich der Schleifer. Das ist auch okay. Ah, das kann ich komplett bestimmen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und ein paar Zahnräder. Und für den größten, wenn ich mal irgendwen anzünden will, schmeißen wir noch Termit um die Ohren. Das muss reichen. Mehr Zeug brauche ich nicht. So. Ja gut. Rosa Isabella Straße. Let's go. Hallöchen. Kann ich hier noch Türen aufmachen? Nee. Da unten ist der Garten. Schauen wir mal, was da abgeht. Okay. Gut, wir sind am Lügen. Regnerischer Tag. Ne, bewölkter, was? Egal. Oh. Rosa Isabel Street, the Entertainment District. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24/7. Adelina Corday. The singer in the red dress. Oh, she was the most famous of them all. The legendary prima donna. Well, okay. I'm not sure if she's still alive, so... While the past tense makes sense, it's... Yeah, it's getting a little depressing. Gemini ist schon irgendwie auch cool. Ah, da ist wieder jemand am Fenster, der irgendwelche Quests von mir will. Hm, schauen wir mal, ob wir da landen. Oh, ach, ihr wieder. Oh. Aber ihr haltet ein bisschen mehr aus als vorher. Ihr seid kräftiger geworden, Jungs.
Da steckt was in der Tür fest. Hi. Oh, ah, bisschen doof. Oh. Wartet mal, Jungs. Okay, da geht's zum Fenster. Dann schauen wir doch erstmal da vorbei. Oh Mann, ey. Armer Kerl, Mensch. Der Hexenturm und die Prinzessin, die vom Publikum und Kritikern gleichermaßen... Der Rubin des Himmels. Ja, okay. Falls ich dazu komme, kriegst du einen Schluck Wein. La 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 la. Entschuldigung, ich sollte vielleicht damit aufhören. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn andere das machen. Und jetzt fange ich selber damit auch noch an. Am besten noch das Pfeifen anfangen, das ist immer geliebt. Allseits beliebt, das Pfeifen. Oder? Hättet ihr doch bestimmt auch alle gerne, dass ich mir erstmal einen abpfeife. So ziemlich das Schrecklichste, was man machen kann, ist pfeifen. Da brennt's, Überhitzung. Ui. Bleiben wir mal fern. Ich habe zumindest mal nicht so viel Angst vor Fallen. Künstlerkritze, Puppen sind die schönsten Wesen. Selbst ihre menschlichen... Dass das immer nur so kurz da bleibt, das könnte schon einen Moment länger da sein. Junge Dame, bitte und... What? Stong! Von hinten! Jawohl! Was war das? Ich wollte sie gerade tadeln. Ich wollte gerade diese Maid... Nicht Maid. Wie sagt man? Eine... Zofe? Nee, eine Zofe ist eher bei... Im Königshaus. Eine Maid ist ja dann eher so ein... Wurfzelle. Einfach eine junge Dame. Eine Maid. Also Kammerzofe oder Zofe würde ich sie jetzt nicht nennen, weil... Wobei, sie ist schon in einem gehobeneren Gebiet unterwegs, bei reichen Leuten. Prügelt sie mich mit dem... Okay, what the fuck? Harley Quinn ist am Start. Noch eine.
Ah, ah, no. Boah, was die für Schaden machen. Holy Schmoly. Sonderbericht, das Geständnis eines Ausländers. Die Alchemisten haben... Gut. Hier jedes Mal wieder ins Menü reinzuklicken, ist mir auch irgendwie... Ist mir egal, ob du aussiehst wie ein Kind. Du bist irgendwas Ekliges, Gruseliges. Lassen wir das. Bleibt fern. Oh Gott. Hier sind mehrere davon. Wenn man nichts drückt, bleibt er offen. Ah, dann sollte ich anfangen, stehen zu bleiben. In solchen Momenten. Okay, gut zu wissen. Dankeschön für den Hinweis. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Was ist hier los? Wo bin ich? Wo soll ich hin? Was mache ich hier? Warum ist hier ein... Reizhofen. Okay, alles klar, Leute. Ach Mann, ich habe nichts mehr gesehen wegen Wand. Ich wollte eigentlich heilen mal zwischendurch, aber... Nee. Nee, wollten sie nicht. Durfte ich nicht. Mist. Ich vermute mal, dass ich gerade auf dem Weg in den Weinkeller war. So eine ganz wilde Vermutung hier an der Stelle. Oh, oh, au. Nee. Gegen Wände hauen, da bin ich jetzt nicht so der größte Freund von. Hallo. So, und dann haben wir da vorne zweimal Harley Quinn, die mich jetzt hier ärgern wollen. Was mache ich da am blödsten? Aua! Stopp! Ah! Weg hier! Jo. Das war der Plan. Und er hat funktioniert. Harley Quinn? Nein, die Kamera ist ein bisschen blöd. Egal, passt. Alles gut. Also, da unten vermute ich, dass es Richtung... Ah ja, schau mal, was hier ist. Da unten vermute ich, dass es Richtung... Weinkeller geht und hier... Sieht es so aus, als könnte es eventuell weitergehen. Da hinten ist eine Kiste, da sind ein Haufen Gegner, da sind neue Gegner, die ich noch nicht kenne, glaube ich. Okay. Zum Glück habe ich die Leiter hier noch gemacht. So, dann haben wir hier Babys. Babypuppen. So, zu dritt ist das... Alles noch easy, hätte ich jetzt gesagt. Okay, es sind vier. Lass mich mal hier rüber, bitte. Gut, passt. Ist absolut in Ordnung so. Jetzt gucke ich doch erstmal einmal noch nach oben. Ah ja, schau mal.
Eine gute Idee. Was haben wir hier? Legionsstecker, nice. Okay, da haben wir die Leiter. Das passt. Gut, 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 gut. Alles abgesucht. Von da komme ich, da waren die Babys. Und ab nach unten. Ah ja, hier sind die drei Zofen. Oh, könnt ihr, nein, nicht in die Ecke rein, bitte. Ich hasse es, in Ecken gesteckt zu werden. Hört mal auf. Okay, gut. Und jetzt sind wir eben auch auf der Straße unten, gell? Ja. Okay. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das so läuft. Haben wir irgendwo noch eine Abkürzung zu einem Stargazer oder so? Nee. Was zum Teufel? Da steckt eine Puppe drin. Zumindest der Kopf und die Arme. Wow, der schießt! Freundchen. Und was machst du? Oh, der wirft Bomben. Der wirft einfach gnadenlos Bomben. Alter. Okay. Also da hinten geht's zum Loot. Aua. Okay. Der kommt gar nicht. Sorry. Ja, ich hab's mitgekriegt, dass du gerade eine Bombe werfen wolltest. Okay, alles gut. Alles gut. Oh. Krummschwert einer Tänzerin. Hm. Fühle ich jetzt nicht so richtig. Und das hier kann ich nur von der anderen Seite aufmachen. Okay. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob mir das was bringt. Oh, was ist das hier? Ist das hier eine Bosskampfarena? Sieht irgendwie so aus. Wie viel Ergo habe ich? Hält sich in Grenzen. Untersuchen. Oh, what a beautiful puppet you are. I can hear your springs, even if you try to hide them. Musicians have keen ears, you know. Would you like to sing for me like your friends? I have a feeling the sound of your cries will be especially sweet. Okay. Let's have an encore performance of pain for the red actress Adelina Corday. Okay. I dedicate this performance to my sister Adelina. Junge, Junge, du hast es eilig.
Aua. Yep, okay. Du kannst sowas also auch. Alter. Junge, Junge. Boah. Du bist mir zu schnell. Du bist mir echt zu schnell. Boah. Und sie pariert. Und sie pariert. Ah, ja. Wir haben eine weiße Dame kennengelernt. Mit der legen wir uns nächste Folge nochmal an. Und ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.